Moin Moin, willkommen zurück zu einer Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Ich gehe heute einfach mal rein als Megamind und wir nehmen was Zufälliges. Champion, nicht schlecht. Nehmen wir. Den Fürsten. Geile Sache. Wir haben viel Stichschaden, aber es sind gute Tanks. Kettenfaust mit dabei. Healing ist mit dabei. Und Fürst des Todes. Fernkampfschaden haben wir außerdem beiden gar nicht. Riesenschnecken. Gegenangriff. Aber sieht das mal nicht schlecht aus. Ich starte erst mal mit dem Katzensplit. Ganz locker flockig. King Upgrade. Sakura Blume am Start. Und den Champion hebe ich mir auf. Entweder mache ich die fette Kettenfaust. Finale Form. Zum Champion. Oder den Fürst des Todes. Der wäre auch geil. Weil wir den Champion Buff auch auf die Spawns kriegen. Okay, da war ein Gargoyle und Atome. Darüber habe ich einen Sarg gehört. Mal einfach zwei Stacks rein. Kaulquappe. Ja, ist mal wieder ein bisschen was anderes. Ich will ja auch ein bisschen Abwechslung reinbringen und nicht immer Burgspiel mit Sakura Blume. So den Klassiker. Weiter Katzensex. Sollte vollkommen ausreichen, um uns über die nächste Welle zu bringen. Auch unter 4 sehe ich gar kein Problem. Bei der 5 wird es ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise bei der 6. Da sollten wir dann gucken, dass wir den Magier platzieren, den Wüstenpilger, der uns heilt. Die zwei Gargoyles, ein Knochentyp. Ist jetzt nicht das Problem. Das heißt, wir könnten auf 6 auf jeden Fall gehen. Stell mal so einen Wolf hin und eine Kettenfaust. Auf 6 können wir mal einen Versuch starten. Muss auch nicht viel sein. Oh, ein Brute. Dadurch, dass die Katze sich jetzt hochhält mit jedem Kill, könnte ich es trotzdem schaffen. Oh, das Upgrade war unglaublich wichtig. Sehr schön. So wollte ich das sehen. Für Wüstenbürger haben wir keine Kohle. Noch nicht. Das heißt, wir werten den auf. Machen eine Kettenfaust in den Split noch mit rein. Und dann spare ich für den Wüstenpilger.
Mana Ross. Also wir können auf jeden Fall das Blut reinschicken. Mana Ross, zwei Gargoyles. Und eben die Protonen und Atoma. Hat perfekt gereicht. Jetzt haben wir die Wüstenkrieger rein. Da ich die Welle schwach bin, baue ich noch eine Kettenfaust. Weil da muss man auch immer drauf achten, welche Wave man gerade schwach ist oder nicht. Die nächsten beiden Waves sind easy für mich, wenn ich die Katzen nochmal hier ein bisschen verstärke. Ja, wird nicht mehr rauskommen. Ja, mit. Das sollte easy sein. Oh, Katze ist noch voll. Healing ist zu stark. Gar kein Problem. Da bin ich durch. Oh, drei durchgelassen. Und die Brood. Hat zwei durchgelassen. Das ist sehr schön. Ich habe den Hermit geschickt, das heißt, ich kann aufwerten. Kann ich zwei Worker auf jeden Fall holen. Ich kriege das King Gold und habe noch den Hermit besiegt. Da ist das easy drin. Jetzt können wir noch mehr Katzenstacks machen. Fürst des Todes werde ich dann wohl auf 11 bauen. Mit dem Champion Buff. Ja, bauen wir erstmal den King auf. Gehen dann auf 9. Dann ist für ihn nicht ganz so gut, aber man muss halt Rom reinschicken oder so. Trippelschnecke. Können wir zwei Wochen noch aufbauen. Oh, hat zwei Boots gekriegt. Aber die Katze, die, also ich glaube, die wird ziemlich oft unterschätzt. Gerade wenn die maximal aufgewertet ist, ist sie unglaublich stark. Unglaublich stark. 200 für die finale Form. Wie viel Schaden macht er? 77. Für 200? Ich weiß nicht, ob das das wert ist. Wenn man darum rum ein Bild aufbaut, dann sicherlich. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist hier auf Stufe 2. Ja, Turtle ist mit rausgekommen. Könnten entweder noch einen. Könnten noch einen Healer bauen. Bauen wir die Kettenfaust noch auf. Bauen wir noch einen Turtle rein. Viel magischen Schaden. Das ist die Turtle nicht schlecht. Maulwurf. Habe ich nicht mehr rausgekriegt. Ich hätte jetzt sparen können und auf das Income verzichten, aber das wollte ich nicht. Dann wird die Katze gefokust, aber hier drüben ist sie noch fit. Sehr schön. Beide durch. Sind es drei Brutes? Ne, sind zwei. Aber drei sind durchgekommen insgesamt. Ja, du hast 180 geschickt bekommen. Das ist vielleicht auch gerade eine schwache Wave.
pushen auf jeden Fall mal zwei. Ich habe schließlich gehalten. Da können wir ein bisschen was reißen. Oh, der ist wichtig. Kettenfaust raus, den Hund raus. Können die Schleim noch mitnehmen. Die sind super cool im Split. Ja. Stufe 1 Einheit ist mir Wurst. Wir gehen mit dem Elite Archer. Bauen hier noch was auf. Okay, Dino war nicht so schlau. Ich glaube, dann gehe ich lieber mit Turtles. Ich habe es nicht mal geschafft zu blocken. War das Brute? Ja. Aber bei denen sind wir auch schon wieder durchgekommen. Wir haben Riesenschnecken rein. Das ist für uns ein sehr guter Trade. Fürst des Todes rein. Fürst des Todes Champion. Zwei Schleime in den Split. Mehr Riesenschnecken. Das könnte tatsächlich schon das Ende des Games sein. Wir haben richtig gut gesendet und richtig gut geblockt. Das sind auch Riesenschnecken, aber ich habe First gebaut. Ja, weil die Qualle ist down, bevor sie rankam. Pegasus down. Aufgegeben. Victory. Ja, also der ging auf jeden Fall durch und der rechte, der wäre auch noch durchgegangen. Wir hätten sowieso keine Chance gehabt. Das war mal eine schnelle Runde. Jetzt habe ich richtig geil runtergespielt, muss man sagen. Hat alles gestimmt. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.